Vielleicht erinnert sich der eine oder andere ja noch an das Video, in dem wir über einen Mofa mit satten 7 Zylindern gesprochen haben. Tja, das Ganze wurde nochmal um ganze 3 Zylinder übertroffen. Heute geht es um das Monsterprojekt des Tschechen Marek Foltis, das abgefahrener kaum sein könnte. Viel Spaß! Wo fängt man bei einem solchen Gerät am besten an? Die Basis stellt eine Java 11 dar. Von Werk aus hat diese einen Zylinder, 250 Kubik und 9 PS. Räder und Rahmen sind zwecks der Straßenzulassung komplett original geblieben. Denn ja, man glaube es oder nicht, das Teil ist völlig legal auf tschechischen Straßen unterwegs. Technisch wurde aber so gut wie alles aus dem knapp 70 Jahre alten Zweitakter entfernt. Nur das Kurbel- und Getriebegehäuse blieben. Marek ließ sich von spezialisierten Firmen CNC gefräste Bauteile herstellen. Die Zylinder für die Java 11 waren schwer zu bekommen, also kaufte er stattdessen Zylinder für eine Java 21. Diese mussten modifiziert werden, damit sie in den Rahmen der 11er passten, denn dieser durfte ja nicht angerührt werden. Er ordnete die Zylinder in Sternform an, 2 Etagen A5 Zylinder. Um alle Zylinder ausreichend mit Sprit zu versorgen, verwendete er Kompressoren, und davon gleich 5. Ja richtig, die Teile, die normalerweise verwendet werden, um noch ein bisschen mehr Leistung rauszuquetschen, dienen hier einzig und allein zur Spritversorgung. So leistet der Motor mindestens 60 PS, rechnerisch wäre aber sogar das Doppelte drin. Um die bereits erwähnte Straßenzulassung weiterhin zu ermöglichen, ist sie auf magere 12 PS gedrosselt. Um die neu dazugewonnene Leistung anständig zu verarbeiten, baute er die Getriebezahnräder einer Java 638 und die Kupplung einer Java 634 ein. Beide Mopeds sind Zweizylinder, die weitaus moderner und potenter als die 11er waren. Die Abgasanlage ist ein komplettes Unikat und wurde von Marek in Handarbeit gefertigt. Ein Monat voller Schweißen, Schneiden und Schleifen und heraus kam diese Abgasanlage mit 4 Endtöpfen. Der Sound ist durchaus imposant. Wer sich für den kompletten Umbauwahnsinn der Besteller interessiert, findet alle Details in der neuen Custom Bike Ausgabe 223. Das Heft gibt es ab dem 24.02. im Zeitschriftenhandel und ab sofort in unserem Online-Kiosk. Vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal.